Benimmst du dich jetzt? Schönen guten Morgen aus dem Wald. Ja, keine Sorge, wir haben den Herrn Lehmann wieder mitgenommen. Wir waren natürlich nicht im Tierheim, um ihn da abzugeben, sondern um eine kleine Futterspende zu übergeben. Ihr habt es vielleicht letzte Woche gesehen. Der Herr Lehmann, der hat fleißig bei unserem Partner Pets Deli eingekauft und ein ganzes Zimmer voll bestellt quasi. Und in der Bestellung waren aber auch 3 Säcke von seinem alten Futter. Das hatten wir ja schon vor einiger Zeit umgestellt jetzt aufgrund des Allergietests. Und ich habe dann bei Pets Deli einfach mal angefragt, wie das aussieht, ob ich die Sachen zurückschicken soll oder alternativ, ob wir die nicht einfach hier beim lokalen Tierheim in Bocholt abgeben können. Und da kam auch innerhalb von Minuten das Okay zurück, dass wir die Sachen gerne da abgeben können. Und da sind wir da heute Morgen mal vorbeigefahren und haben das abgegeben. Die Leute im Tierheim haben sich sehr gefreut, die Tiere bestimmt auch. Und wir freuen uns, dass wir dann so noch mit dem Futter hier was Vernünftiges anstellen konnten. Ja, zu dem Futter, ihr hattet ja vielleicht das Daily Gassi zu dem Allergietest von Vetevo gesehen, was ich gemacht habe. Und dabei war herausgekommen, dass er gegen Ente allergisch ist. Und daraufhin haben wir das Futter von Ente umgestellt auf Wild und Lachs. Also Pets Deli hat 2 verschiedene Sensitive Futter im Angebot. Und seitdem wir jetzt dieses Wild und Lachs füttern, leckt er sich halt nicht mehr an den Pfoten und kratzt sich nicht mehr und so weiter. Und das bestätigt dann ja so ein bisschen auch die Vermutung, die ich hatte und warum ich auch den Allergietest gemacht habe. Und von daher haben wir da, glaube ich, alles richtig gemacht. Und wenn ihr jetzt auch mal was von Pets Deli ausprobieren möchtet, die haben also neben Trockenfutter auch andere coole Sachen, Nahrungsergänzungsmittel zur Fellpflege, gegen Mundgeruch und so weiter, schaut euch da gerne mal um. Ich mache euch hier wie immer so einen Swipe ab hin, dann kommt ihr direkt in den Shop. Und der Herr Lehmann wird auf jeden Fall die Trainingshäppchen empfehlen, das ist so sein Favorite. Da wird er sogar einen Handstand für machen. Wie gesagt, schaut euch gerne um und mit dem Code HAPPYLEHMANN könnt ihr nochmal 20% auf eure Bestellung sparen, ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro. Und der ist gültig noch bis Ende März. So, das soll's dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später.